Nächster und erster Tagesordnungspunkt ist das Bundesministeriengesetz 1986. Da geht es im Grunde um die Neuaufteilung der Agenten, die Heinisch Hossek, die scheidende Bildungs- und Frauenministerin, innehatte. Die Bildungsagenten gingen ja an Sonja Hammerschmidt, die Frauenagenten werden an Sabine Oberhauser, die wir jetzt erlebt haben, übertragen werden. Konkret geht es um die Koordination in Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik, um Angelegenheiten des sogenannten Gender Mainstreaming, Gleichstellung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und um die Gleichbehandlungskommission und die interministerielle Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen. Das alles wird künftig bei Sabine Oberhauser resultieren. Erster Redner dieser Kurzdebatte wird der freiheitliche Günter Kompitsch sein. Jedoch spätestens um 15 Uhr statt. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 5 bis 7 der Tagesordnung zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Wir gehen in die Tagesordnung ein. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Demgemäß wurde eine Tagesblockzeit von 7 Wiener Stunden vereinbart, sodass sich folgende Redezeiten ergeben: SPÖ und ÖVP 95, FPÖ 88, Grüne 74 sowie Neos und Stronach je 39 Minuten. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, je 20 Minuten. Darüber hinaus werden deren Redezeit auf 5 Minuten je Debatte beschränkt. Wir kommen sogleich zur Abstimmung über die dargelegten Redezeiten und ich ersuche jene Damen und Herren, die sich dafür aussprechen, auch um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Damit gelangen wir zum ersten Punkt der Tagesordnung. Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 1705a der Abgeordneten Magister Schieder, Dr. Lobatka, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesministeriengesetz 1986 geändert wird, 1183 der Beilagen. Auf die Berichterstattung wurde verzichtet.